Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Fußball- und somit liebe FIFA-Freunde. Mein Name ist Sirius und das ist das neue FIFA 17 aus dem Hause EA Sports. It's in the game. Niemand weiß, was dort gesagt wird. Gestern fand das Spiel von Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund statt. Wie das ausging, weiß ja leider jeder, zumindest leider aus der Sicht der Dortmunder Fraktion, die somit den Anschluss an Bayern München verpasst haben, denn Leverkusen hat das Spiel zu Hause mit einem Tor gewonnen. Wir wollen das Ganze heute nochmal nachspielen und ja, ich werde Borussia Dortmund spielen. Wer mir schon ein bisschen länger folgt, der weiß, dass ich Dortmund-Fan bin, 9 oder 10 Jahre eine Dauerkarte hatte, die ich leider vor 3 Jahren abgeben musste und jetzt können wir halt einfach nur noch virtuell das Ganze wiederholen, beziehungsweise der ein oder andere, so wie ich, im Fernsehen schauen. Liveform ist aktiviert, finde ich. Das ist das großartigste Feature, was man sich so bei FIFA hatte ausdenken können. Wer das nicht kennen sollte, das ist ganz einfach, dass Spieler, die beispielsweise im echten Leben verletzt sind, euch dann auch bei FIFA 17 im Spiel nicht zur Verfügung stehen. Und das, finde ich, ist ein ganz großartiges Feature. Leverkusen läuft natürlich in den schwarzen Heimtrikots auf. Da macht es natürlich wenig Sinn, wenn wir schwarze Auswärtstrikots tragen. Also Heim und Heim und los geht's. Meine FIFA-Skills sind wirklich furchtbar. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Teammanagement, Spieleinstellungen, Controller-Einstellungen, Seite auswählen würde ich noch hinbekommen. Aber ansonsten sind meine FIFA-Kenntnisse wirklich sehr, sehr beschränkt. Wenn du aber gerne Fußball schaust, macht das Spiel trotzdem eine Menge Spaß. Man muss dann halt im Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterdrehen, damit man nicht vollkommen einen auf die Hucke kriegt. Ich probiere das aber mal in etwa hinzubekommen. Freistöße Bronze, erziele aus verschiedenen Freistoßpositionen möglichst viele Tore. Bonuspunkte gibt es, wenn du Ziele triffst. So, jetzt nur mal, damit wir so ungefähr meinen Skill sehen. Ja, ich habe nämlich keine Ahnung, wie das geht. Ah! Das läuft ja bei mir. Unglaublich. Boah, vollspannend gezirkelter Schuss. Oh Gott, sowas kann ich nicht. Boah! Naja, so in etwa sind meine FIFA-Skills. Ich habe mich gewundert, dass der erste Ball überhaupt drin war. Aber jetzt geht's ab ins Stadion Europa nach Leverkusen. Die heutige Begegnung Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. So, naja. Tabelle sagt nicht viel. Das ist ja das Spiel, was jetzt mit der Engine von DICE, mit der Frostbite-Engine das erste Mal daherkommt. Und ich finde wirklich, gespielt ist das Ganze jetzt auf der Xbox, das sieht richtig cool aus, oder? Also gerade wenn man gleich mal so die Spieler sieht, ganz, ganz schöne Sache. Ich hatte das Spiel gestern schon mal im Vorab gespielt. Ich wollte euch das ganz gerne vor dem echten Spiel zeigen und dann hat es mir aber leider die Aufnahme weggehauen und jetzt mal gucken, ob wir das heute nochmal ein ganz klein bisschen besser hinbekommen und quasi das echte Ergebnis von gestern irgendwie ein ganz klein bisschen revidieren können. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Heimo Wasserschneider wird das heutige Spiel pfeifen. Heimo Wasserschneider ist also auch mit dabei. Sehr schön, Leverkusen hat Anstoß. Ich kenne mich in etwa so viel aus, dass A Pass ist und B Schuss und das muss dann auch reichen für das heutige Spiel. Wenn ihr jetzt also ein hochqualifiziertes Spiel sehen möchtet, dann sei euch gesagt, da seid ihr falsch. Gute Aktion. Ich habe meistens... Und den Ball hat er sich geholt. Die meisten Probleme damit... Ja, ist ja keiner da! Wow, was ist das denn? Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, war das scheiße. Die Grätsche. Nee, Grätsche. Ey, immer wird Grätsche angezeigt, ne? Das war aber schon, das war jetzt quasi schon so ein Ding, wo ein guter FIFA-Spieler sofort ein Tor hätte machen müsste, oder? Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Da trennt er ihn vom Ball. So, schön mal zurück und... War das kacke. Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Chicharito. Also die Bälle den Typen abnehmen, da habe ich die größten Schwierigkeiten mit, wie man vielleicht gerade unschwer sehen kann. Oh Mann, da solltest du mit nach vorne laufen. Hätte ich Y drücken müssen, glaube ich, bei der Xbox. Ich habe das extra für die Xbox genommen, weil ich mich mit dem Controller von der PlayStation noch schlechter auskenne. Ey, das war kein Foul! Direkt versuchen. Boah.
Das will ich mal in der Wiederholung sehen. Das zeigen sie natürlich nicht, die feinen Herren hier von FIFA, wo ich da ganz sauber getrennt habe. Na, diese Weitansicht mit den Zuschauern sah jetzt noch nicht ganz, gerade nicht ganz so prickelnd aus. Das Linienspray finde ich so geil. Selbst das hat es mitgeschafft ins Spiel, ne? Aber ich glaube, das gab es bei FIFA 16 auch schon, wenn mich nicht alles täuscht. Der Ball kommt gefährlich rein, aber kein Mitspieler als Abnehmer da. Da passt. Nein! Da spielt er ins Nirgendwo. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Jetzt, komm mal los, mach's! Ja, ja! Jubel! Läuft bei uns mit Salto! Oh mein Gott! Und damit ist alles von gestern Abend vergessen. In der 20. Minute klärt Frank Sivius mit Aubameyang zum 1-0. Zum 0-1. Hier nochmal dieser Treffer. Boom! Boah. Ich habe so lange jetzt gezögert. Heber, nicht Heber. Alles andere kann ich so oder so nicht. Ich sehe dann immer nur, dass Heber mit eingeblendet ist. Ach, wie schön. So, ab jetzt läuft. Ab jetzt bin ich auch viel cooler. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Da trennt er ihn fair vom Ball. Läuft ja keiner mit? Götze. Marco Reus geht mit Ball vorne rein. Der Ball kommt. Jetzt! Oh! Und das gibt Ecke. Hätte ich eigentlich mit Reus auch ein bisschen weiter nach innen ziehen müssen, als so weit nach unten außen, oder? Aber ich habe Angst gehabt, dass ich, oder Schiss gehabt, dass ich einfach den Ball verliere. Ecken schießen kann ich auch überhaupt nicht. Kann ich immer so drehen, oder? Ungefähr da so. Oh, das war gut geschossen, Herr Reus. Da war. Oh. Da war aber einer unter Drogen gesetzt, würde ich sagen. Nicht der Mann am Pad. Memedi. Toprak. Memedi. Aranguiz. Und Chicharito. Sollte man eigentlich immer die Spieler so selber wechseln oder sollte man dann so auf gut Glück einfach vielleicht hoffen, dass... Sehr gut aufgepasst. Da läuft doch keiner mit. Piszczek. Piszczek! Freistoß entschieden gegen Leverkusen. Sehr gut. Piszczek wollte nämlich gerade oben an der rechten Außenlinie entlang. Ah, guck mal, da gucken wir das Tor nochmal an. Was heißt denn schade, da war er noch dran. Super! So, wir schaffen uns mal ein bisschen Raum. Ich weiß auch nicht, warum... Geht weiter, Vorteil Dortmund. Und er pfeift Freistoß. Was denn jetzt? Hätte man mal ruhig laufen lassen können, war doch nix, oder? Ich habe gar nicht gesehen, was haben die Leverkusener gemacht? Der Weigel. Ja, nee, das wird ein Torschuss, eiskalt. Kommt rein! Nee, komm nicht mal. War gar nicht so einfach. Çalhanoğlu. Ah! Brandt. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Meint ihr jetzt mich oder Leverkusen? Lauf! Du bist der schnellste Spieler in der Liga, Alter. Lauf doch! Definitiv, Wolf. International war das gut. Dann noch das Pokalfinale und eine richtig starke Bundesliga-Saison. Was fehlt, ist ein Titel. Nein! Ah! Ich krieg das noch hin, keine Sorge. Çalhanoğlu. Ja, ein Würfel muss Leverkusen aber noch üben, würde ich sagen. Oh mein Gott!
Habt ihr sowas vom richtigen Leben gesehen? Ich hab, war da denn jetzt ein richtig Richtungspfeil? Ich hab gedacht, der steht einfach gerade, drück einfach auf Abwurf. Oh mein Gott! Abwurf, Einwurf. Kein Alkohol vor FIFA 17 spielen. Klären! Keine gute Ecke, die Chance ist vorbei. Gonzalo Castro jetzt. Läuft alleine! Muss alleine laufen! Wird's jetzt gefährlich! Und jetzt die Chance. Oh, Young, da ist es! Ja! Wer sollte auch sonst machen? Oh, den macht er gut mit der Innenseite. Jetzt sagt mal ehrlich, habe ich schön gemacht, nochmal kurz abgespielt und zack! Hat ja mit dem linken Fuß noch reingeschoben, ne? Diesmal aus einer anderen Perspektive. Ah, so hätte das gestern laufen müssen. Wie geil das gewesen wäre, oder? So hast du zu Hause vorm Fernseher gesessen und hast gedacht, ja, hätten wir mal machen können. Kann ich schon verstehen, dass Tuchel sich aufgeregt hat, weil wir so oft umgesemst wurden. Aber hier bei FIFA faulen die Leverkusener gar nicht so sehr. 2:0, bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Halbzeit! Zu Hause eine scheinbar beruhigende Führung, es steht 2:0, aber ja, sie müssen weiter. Jetzt halte ich nur noch. Jetzt halte ich sie bis zur 90. Minute. Ihr könnt jetzt abschalten, weil ab jetzt wird nur noch gehalten hier. Nur noch hinten gemauert. Ich hole nur noch Abwehrspieler rein. Wollt ihr noch Schützenzehnten angucken oder sowas? Nee, oder? Kann man immer hinterher machen. Miau. Wie peinlich, zwei Torschüsse, zwei Tore. Aber wenig Ballbesitz wirklich, ne? Eine Menge Fouls. Wie sieht es denn aus? Wie fit ist meine Mannschaft noch? Aubameyang ist wirklich viel gelaufen. Götze? Auch schon ein bisschen schwach, muss ich sagen. Schwächelt auch schon. Kann aber noch laufen. Ich würde sagen, die lassen wir alle noch so in der Formation ruhig noch eine Viertelstunde, 20 Minuten am Platz rumrennen. Und dann müssen wir gucken, ob wir da nicht mal Schürrle mit reinpfeifen wollen, oder? Ich finde noch immer so diese Replays, also bin ich immer noch echt hitmäßig, wie begeistert es ist. Und wenn das dann ein Nachmittagsspiel ist, ne, bei Sonnenschein und so, sieht das ja nochmal geiler aus. So hat es ja jetzt irgendwie echt wenig. Gute erste Hälfte für den BVB, die Borussia führt, jetzt geht's hier so, weiter. So, Dembele, komm, Piszczek muss mitlaufen. Götze, das könnte eine Gelegenheit werden. Tolle Flanke. Tolle Flanke, sagt er da! Habe mich vorsichtshalber schon mal hingeworfen. Geh mal ran, da einer! Ich stelle hier schon ganz geschickt alle Laufwege zu. Leverkusen, versuch's jetzt mal. Muss mal einer mitkommen, bitte! Nein! War aus! Oh, alles hier ruhig. Erstmal Leverkusen wieder ein bisschen zu uns mit rüberziehen. Das ist aber schnell, die scheiß Leverkusener, ne? Schmelzer. Na, das lief doch mal wie am Schnürchen. Nein! Nein! Jetzt gibt's einen Einwurf. Er sollte da hoch zu Castro spielen. Wollen wir auswechseln? 57 Minuten? Ne. Bisschen müssen die da laufen. So. Wir wechseln so 65. bis 75. Minute, würde ich sagen. Und dann so, dass Tuchel sich schämen würde für mich. Aranguiz. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Reus jetzt am Ball. Oh, lässt sich Reus da so trennen, ey. Der Ball ist draußen. Ich habe echt kurz überlegt, aber ich habe gedacht, wo es Reus ist, habe ich gedacht, der läuft mit dem Ding durch, weil er einfach mehr Skill hat. Schmelzer. Weigel. Jetzt müssen sie aufpassen. Wir kommen über jetzt liegt's vor links. Allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln, sonst kommst oh! Ja, da war zu kurz. Nein, wo schießt der denn hin? Herr Sirius ist schon wieder vollkommen verwirrt. Aubameyang grätscht rein. Nee, zu spät. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Was ist zustellen? Wenn ich A halte, stellen die zu, oder was?
Wird das eine Torchance? Nein, wird's nicht! Nein, 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 nein! Alter! Er hält den Ball fest, das ist richtig. Wie macht man den Zustellen? Man kann ja auch diese Moves machen mit dem Digipad. Irgendwie oben, rechts, links und so. Seitenwechsel, Flanken, aggressiv, Pressing und sowas. Das kann ich alles nicht, ey. Oh ja, Bürki. Ich glaube, Abschläge sollte ich generell nie machen. Das ist nicht mein Ding, wie es aussieht. Çalhanoğlu! Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. So, lieber ein wuchtiger Wurf hier. Dann wissen wir auch, wo wir sind mit dem Ball. Gonzalo Castro jetzt. Götze. Und Reus geht alleine! Reus geht alleine! Reus! Oh! Ja, ich weiß, unkollegial. Hätte ich auf Aubameyang in der Mitte abspielen müssen. Ecke für Borussia Dortmund. Boah, guck mal, was für ein Satz Aubameyang gerade nochmal gemacht hat, oder? In die Mitte rüber rein. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Ah, das machen wir auch. Wir wechseln auch. Neue Akzente setzen. Götze ist vollkommen am Arsch. Sind wir ehrlich, das Pummelchen hat jetzt genug gelaufen für heute. Wer wird mir denn empfehlen? Rode wird mir empfohlen. Und wer wird mir für Weigel empfohlen? Ramos. Ich will aber lieber Schürrle spielen lassen. Oh, und Reus ist vollkommen platt. Die sind alle vollkommen am Arsch, ne? Castro hat mich bisher auch noch nicht so überzeugt, muss ich sagen. Keine Option. Eigentlich Guerrero könnten wir noch reinholen, finde ich. Aber eigentlich keine richtige Option. Reus, bleib mal Reus. Wen hätten wir für Castro da? Ramos. Dann haben wir so dieses ja, das Mittelfeld. Okay, müssen Reus und Dembele jetzt durch. Dembele ist, glaube ich, auch so ein Spieler. Ich glaube, da werden wir noch. Da kommt noch was. Wir machen jetzt hier eine Top-3er-Auswechslung. Das knallt da nochmal richtig rein. Insbesondere in der Offensive. Tuchel reißt sich gerade die Hände zu Hause vorm Kopf und denkt, was macht der seriös da? Wie kann er da so einwechseln? Oh Mann, ich will immer, dass das ein kurzes FIFA-Video ist. Ne? Jetzt gucke ich 17 Minuten. Okay, jetzt kommt's. Was? Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer. Wieso wurde jetzt Brandt und Kampel angezeigt und dann, naja. Lassen wir das. Und Castro läuft vom Platz. Wo ist Schürrle? Da kommt er. Schürrle hat Spaß an den Backen, sieht man. Ich fand ja generell, also im Vorfeld, klar konnte man das ein bisschen kritisch beäugen, ob man das Holen von Schürrle quasi für eine gute Option hielt. Ich fand das aber von vornherein nie für eine richtig schlechte Option. Und ich finde das mittlerweile auch. Eigentlich ist das eine ganz schöne Sache. Warum nicht? Und jetzt per Kopf. Na. Natürlich, Ecke nach Ecke hier. Von den Rängen. Die Fans feiern sich und ihre Borussia. Wie eigentlich. Vor allen Dingen auch kein Zaun dazwischen, zwischen den Leverkusen und den Dortmund. Und dann. Wurde mal abgebaut, weil wir alle so. Alles friedlich hier bei uns. So, komm, Reus, auch wenn du platt bist, das packst du noch, Alter. So. Wo kann man jetzt eigentlich. Da kann man ja das gelbe Ding platzieren, ne? Aber eigentlich bleibt es ja nur, bleibt dir das ja mehr oder weniger nur auf dem Punkt der durch. Der Blick auf die Uhr, gut von Leo. Oh! Wie wurde der denn weggeboxt da? Vielleicht klappt es jetzt, es gibt eine weitere Ecke. Wie viel, das ist die dritte Ecke in Folge. Hä? Was war denn das jetzt für ein Replay? Sokratis! Oh! Nein! Sokratis macht noch Umblick jubeln! Den macht er mit. Ja, Bauchrutscher! Platziert, reingeschoben. Platziert. Nach der dritten Ecke. Ganz. Da habe ich aber auch wirklich ganz sanft den B-Button gestreichelt, gedrückt. Mit Feeling. Ich muss auch sagen, wenn ich das dann mal gegen einen Freund oder so zu Hause spiele und das ist dann wirklich so ein Schalke-Dortmund-Spiel, dann ist es wirklich Hass. Ja, dann ist es wirklich so, das hält sich ja jetzt hier noch in Grenzen, weil wir das Spiel ja eh schon verloren haben, aber 3:0. Ich versuche hier noch ein paar coole Tricks zu machen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern. So, jetzt halte ich A. Jetzt stellen sie das zu, oder was? Die Mannschaft könnte gerade jetzt die Anfeuerung der Fans. Ich finde, meine Mannschaft lässt es gut gebrauchen, aber darauf Nein! können sie heute wohl nicht mehr hoffen. Buschi,
Nee, aber ganz ehrlich, Wolf, es ist zu Recht still. Keine Gesänge zu hören. Und das ist die Quittung. Er ist frei, da kann was draus werden. Aubameyang versucht. Mmh. War aber auch ein bisschen zu weit unten. Das lange Eck war, glaube ich, ein bisschen auch zu lang gewählt, wenn ich so den Schusswinkel gesehen habe. 3 Minuten gibt es oben drauf. Wird es jetzt gefährlich? Memedi. Memedi. Den hatte ich schon getrennt. Oh Gott. Aus und vorbei. Der BVB mit Frank Sirius gewinnt auswärts mit 3 Toren im Doppelpack von Aubameyang und noch einem nachträglichen Kopfballtor von Sokratis in Leverkusen. Wäre das nicht so schön gewesen gestern Abend und mal so ein bisschen den Platz, den Kampf um Platz 1 ein bisschen wieder so zu eröffnen, oder? Anstatt wie immer nur Bayern marschiert vor und Platz 2, 3, 4 streiten sich die üblichen Verdächtigen, danach komme was wolle und naja, sei es drum. Das war mein Video, 20 Minuten haben wir geschafft, doch, von FIFA 17, ich wollte mich so beeilen und dann ist es doch immer ein langes Video. Wenn ihr Bock drauf habt, mache ich das jetzt jeden Samstag vom aktuellen Spiel. Aber ich glaube, ich werde nie, nie besser werden. Nee, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Da ist der Ball im Tor. Sie haben die Führung.